Im Jahre 1819 setzt Metternich die Karlsbader Beschlüsse durch. Paragraph 2 lautet: Die Bundesregierungen verpflichten sich gegeneinander, Universitäts- und andere öffentliche Lehrer, die durch erweisliche Abweichung von ihrer Pflicht oder Überschreitung der Grenzen ihres Berufes, durch Missbrauch ihres rechtmäßigen Einflusses auf die Gemüter der Jugend, durch Verbreitung verderblicher, der öffentlichen Ordnung und Ruhe feindseliger oder die Grundlagen der bestehenden Staatseinrichtung untergrabender Lehren, ihre Unfähigkeit zur Verwaltung des ihnen anvertrauten wichtigen Amtes unverkennbar an den Tag gelegt haben, von den Universitäten und sonstigen Lehranstalten zu entfernen. Ein auf solche Weise ausgeschlossener Lehrer darf in keinem anderen Bundesstaate bei irgendeinem öffentlichen Lehrinstitut wieder angestellt werden. Paragraph 4. Keine in einem nicht zum Deutschen Bunde gehörigen Staate in deutscher Sprache erscheinende Zeitschrift oder nicht über 20 Bogen betragende sonstige Druckschrift politischen Inhalts darf in einem Bundesstaate ohne vorgängige Genehmhaltung der Regierung desselben zugelassen und ausgegeben werden. Gegen die Übertreter dieses Verbots ist ebenso wie gegen die Verbreiter verbotener Druckschriften zu verfahren. Kein Gedicht, kein Lied, kein Text durfte ohne vorherige Genehmhaltung der Zensurbehörden veröffentlicht werden. Auf jedem erhaltenen Original von Schuberts Liedern prangt noch heute der Stempel des K&K Zentralen Bücherrevisionsamtes.
auf meines schönen Liebchens Haus. Da dacht ich schon in meinem Wahn, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Wer hätte es eher bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild, so hätt er nimmer suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. See you.
Das Wort der Zeit. Rückwärts lasst uns gehen. Nicht zu schnell und nicht zu weit, wie es an mir zu sehen. Mancher hat's schon weit gebracht mit dem Rückwärtsschreiten. Ehrensterne, Gold und Macht bringt's den guten Leuten. Politik, hilf du mir fort. Dir gehört mein Leben. Hand in Hand und Wort auf Wort, rückwärts lasst uns streben. Manche Tränen aus meinen
brennt mir unter meinen Sohlen, wenn ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder atmen, ohne bis ich nicht mehr die Türme sehe. Hab mich an jeden Stein gestoßen, so eilt ich zu der Stadt hinaus. Wie Krähen warfen Bell und Schoßen auf meinen Hut von jedem Haut. Wie Krähen warfen Bell und Schoßen auf meinen Hut von jedem aus. Anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit. An deinen blanken Fenstern tanken, wie Herrsch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell. Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich gesellt. Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich gestellt. Nimmt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts ziehen. Möchte ich zurück wieder wanken, für ihrem Hause stille stehen. Nimmt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts ziehen. Möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Möchte ich zurück wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Vor ihrem Hause stille stehen.
Bericht des Polizeioberkommissärs Leopold von Ferste an den Polizeipräsidenten Josef Graf Sedelnitzky vom März 1820. Rapport über das störrische und insultante Benehmen, welches der in dem burschenschaftlichen Studentenvereine mitbefangene Johann Senn aus Pfunz in Tirol gebürtig, bei der angeordnetermaßen in seiner Wohnung vorgenommenen Schriftenvisitation und Beschlagnahme seiner Papiere an den Tag legte und wobei er sich unter anderem der Ausdrücke bediente, er habe sich um die Polizei nicht zu bekümmern. Dann, die Regierung sei zu dumm, um in seine Geheimnisse eindringen zu können. Dabei sollen seine bei ihm befindlichen Freunde, der Schulgehilfe aus der Rossau, Schubert, und der Jurist Steinsberg, dann die am Ende hinzugekommenen Studenten, der Privatist Zechenter aus Zilli und der Sohn des Handelsmannes Bruchmann, Jurist im vierten Jahre, in gleichem Tone eingestimmt und gegen den amthandelnden Beamten mit Verbalinjurien und Beschimpfungen losgezogen sein. Senn blieb 14 Monate in Untersuchungshaft, wurde dann nach Tirol abgeschoben, sein Leben, seine Karriere waren zerstört. Der Schriftsteller Johann Senn, Schuberts Freund seit der gemeinsamen Schulzeit, war eines der ersten Opfer der Karlsbader Beschlüsse. Beileibe aber nicht der einzige Verfolgte aus dem Freundeskreis Schuberts. Die Polizei- und Zensurgesetze der Karlsbader Beschlüsse galten für alle Staaten des Deutschen Bundes. Sie waren vom Kanzler Metternich für seine europäische Nachkriegsordnung gezimmert worden. Der preußische Despotismus unterstützte sie auf das Eifrigste. Die Hauptsorge Metternichs und seiner zahlreichen Spitzel galt jeder Spur nationaler, demokratischer und republikanischer Gesinnung. Die Presse, die Burschenschaft, die Universitäten sollten strengstens überwacht, das Turnen verboten, die Regierungen dem Bund unterworfen. Allen Verdächtigen sollte nachgespürt werden. Die Verfolgungsmaßnahmen wurden einer Zentraluntersuchungskommission in Mainz überantwortet. Wer hier registriert war, galt als Demagoge. Brief Müllers an seinen schwedischen Dichterfreund Atterborn, Dessau im Mai 1822. Österreich, wie es scheint, will das Zurückschrauben der Welt versuchen. Die Jesuiten sind schon da. Die Inquisitionen spuken vor. Da werden die Hexenfeuer wohl nicht lange ausbleiben. In Preußen schnuppert man immer noch nach Demagogen und findet am Ende nichts als seinen eigenen Dreck. Die Karlsbader Beschlüsse erzwangen schnell Ruhe und Ordnung innerhalb des Deutschen Bundes. 4 Jahre vorher hatte Metternich mit dem Wiener Kongress Ordnung im Europa nach Napoleon geschaffen. Es war die alte Ordnung, nur etwas fester gezimmert. Deutschland blieb in die vielen Zwergdespotien zersplittert. Die Hoffnung auf Freiheit und Einheit war in weite Ferne gerückt. Neu war jedoch, dass im Rahmen der Heiligen Allianz die vertragsschließenden Großmächte versicherten, sich gegenseitig militärische Hilfe zu leisten, wenn irgendwo Aufstände ausbrechen sollten. Damit war der Weg frei, überall in Europa Volkserhebungen durch bewaffnete Intervention niederzuschlagen, wie in Italien, Spanien und Portugal. Nur den tiefgreifenden Interessenkonflikten zwischen den Großmächten war es zu verdanken, dass keine von ihnen in den Freiheitskampf der Griechen gegen die türkische Fremdherrschaft eingreifen wollte. Wilhelm Müller, der Dichter der Winterreise, hat für diesen Freiheitskampf gesungen und von den weitergehenden Hoffnungen, die er an ihn knüpfte. Er wurde deshalb liebevoll der Griechen-Müller genannt. Brief Müllers an seinen Verleger Brockhaus. Meine griechischen Lieder hat man in Berlin nicht anzeigen lassen, aber sie dürfen verkauft werden. Es ist in der Tat abscheulich, wie es mit der Zensur hergeht. Sie hat nicht einmal Courage zu verbieten und zu verbrennen wie die neapolitanische, sondern schleicht und lauert, das Freie und Rechtliche allmählich und in aller Stille zu unterdrücken und schneidet dabei noch ein liberales Gesicht. Die verpestete Freiheit.
Was schreit das Pharisäervolk so ängstlich durch die Länder? Die Häupter dick mit Staub bestreut, zerrissen die Gewänder. Sie schreien, sperrt die Häfen zu, umzieht mit Quarantänen die Grenzen und die Ufer schnell vor Schiffen und vor Kähnen. Die Pest ist unter ihrer Schar. Da seht die Strafgerichte, damit des Herrn gerechte Hand Empörer macht zunichte. Die Freiheit selber, wie es heißt, ist von der Pest befallen und flüchtet sich nach Westen nun mit ihren Jüngern allen. O seht euch vor, dass in das Land die Freiheit euch nicht schleiche und der gesunden Völker Herz mit ihrem Hauch erreiche. Sie kleidet sich zu dieser Zeit in vielerlei Gestalten, bald Weib, bald Mann, bald nur ein Kind, bald hat sie greise Falten. Drum lasset keinen Flüchtling ein, der kommt vom Griechenlande, dass nicht die Freiheit ihre Pest bringt in die guten Lande. Es bellen die Hunde, es war
Des Finken Abschied. Es saß ein Fink auf grünem Zweig. Der war so frisch und blätterreich und sang wohl dies und jenes. Durch Lenz und Sommer und Herbst er sang, hätt da gesungen sein Leben lang, wär nicht der Winter kommen. Da geht im Hain das Schütteln los und flugs steht alles blank und bloß, bis auf den Zweig des Finken. Jetzt, naseweises Vöglein, flieh. Mit solcher Staatsökonomie, da ist nicht viel zu spaßen. Uns Vöglein flog und sang Ade. Da warf der Winter Reif und Schnee ihm hinterdrein und traf's nicht. Der Finke lacht aus voller Kehl. Bewahre Gott jede Christenseel vor diesem Landesvater. Stefan Hermlin auf dem 8. Schriftstellerkongress der DDR im Mai 1978. Es ist das Vorrecht der Dichter, vernunftlos zu träumen. Es ist das Vorrecht der Vernünftigen, sie zu verlachen. Aber die Träume gehen weiter, unbeschadet des Gelächters, das um sie her erschallt. Sie spiegeln die Träume wider, die die unvernünftige und schutzlose Menschheit seit Jahrtausenden träumt und in denen sie Blumen im Winter sieht.
Weise er ein Haus verdient. Was hat das, dass er so hoch ausfällt in mein Herz? Was hat es, dass er so hoch ausbringt? Mein Held, mein Herz. Die Post bringt keinen Brief für dich. Was trägst du denn so wunderlich? Mein Herz, mein Herz. Rainer Kunze aus den Postvariationen. Wenn die Post hinters Fenster fährt, blühen die Eisblumen gelb. Briefe ihr, weißen Läuse im Pelz des Vaterlands, wartet. Die Post ist ein Kamm. Es läutet. Um diese Zeit? Die Eilpost, die Welt gibt ein Zeichen. Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Verlassen, meinst wohl, als das heute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderschwabe, denn lass mich endlich sehen, freue mich so to find.
Stehen auf den Wegen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandere sonder Maßen, ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandere sonder Maßen, ohne Ruh und suche Ruh.
schnell und munter. Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Höre nicht, was es mir klagt, klage nicht für Toren. Thank you.
der Brust der Schriftsteller eines Volkes liegt schon das Abbild von dessen Zukunft. Und ein Kritiker, der mit hinlänglich scharfem Messer einen neueren Dichter sezierte, könnte, wie aus den Eingeweiden eines Opfertiers, sehr leicht prophezeien, wie sich Deutschland in der Folge gestalten wird. Ich würde herzlich gern in dieser Absicht einige unserer jüngsten Poeten kritisch abschlachten. Müsste ich nicht befürchten, in ihren Eingeweiden viele Dinge zu sehen, über die ich mich hier nicht aussprechen darf. Man kann nämlich unsere neueste deutsche Literatur nicht besprechen, ohne ins tiefste Gebiet der Politik zu geraten. Heinrich Heine, 1833. Als ich auf der Reise zufällig der liebsten Familie fand, Schwesterchen, Vater und Mutter, sie haben mich freudig erkannt. Sie fragten nach meinem Befinden und sagten selber sogleich, ich hätte mich gar nicht verändert, nur mein Gesicht sei bleich. Ich fragte nach Muhmen und Basen, nach manchem langweiligen Gesellen und nach dem kleinen Hündchen mit seinem sanften Bellen. Auch nach der vermählten Geliebten fragte ich nebenbei, und freundlich gab man zur Antwort, dass sie in den Wochen sei. Und freundlich gratuliert ich und lispelte liebevoll, dass man sie von mir recht herzlich viel tausendmal grüßen soll. Schwesterchen rief dazwischen, das Hündchen, sanft und klein, ist groß und toll geworden und ward ertränkt im Rhein. Die Kleine gleicht der Geliebten, besonders wenn sie lacht. Sie hat dieselben Augen, die mich so elend gemacht. Schönes Fischermädchen, bleib in Kanas Land. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Komm zu mir und setze dich nieder, wir kosen Hand in Hand. Wir kosen Hand in Hand. Lieg an mein Herz, dein nicht zu sehr. Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Vertraust du dich doch sorglos täglich dem wilden Meer? Täglich dem wilden Meer? Ein Herz gleicht ganz dem Meere an Sturm und Ebb und Flut. Und manche schöne Perle in seiner Tiefe ruht, in seiner Tiefe ruht. Wenn ich an deinem Hause des Morgens vorübergehe, so freut's mich, du liebe Kleine, wenn ich dich am Fenster sehe. Mit deinen schwarzbraunen Augen siehst du mich forschend an. Wer bist du und was fehlt dir, du fremder, kranker Mann? Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt. Und was mir fehlt, du Kleine, fehlt manchem im deutschen Land. Nennt man die schlimmsten Schmerzen, so wird auch der meine genannt. Die letzte Abendschein
Deutschland, ein Traum. Einst stand ich in schönen Tagen auf dem höchsten Berg am Rhein. Deutschlands Gauen vor mir lagen blühend hell im Sonnenschein. Schau ich jetzt von meinem Berge in das deutsche Land hinab, sehe ich nur ein Völklein Zwerge kriechend auf der Riesengrab. Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, da habt ihr gegähnt und nichts gesagt. Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, da habt ihr mir große Elogen gemacht. Es ruhen die Gassen,
In den Küssen, welche Lüge, welche Wonne in dem Schein. Ach, wie süß ist das Betrügen, süßer das Betrogensein. Liebchen, wie du dich auch wehrest, weiß ich doch, was du erlaubst. Glauben will ich, was du schwörest, schwören will ich, was du glaubst. An den König von Preußen. O König, ich meine es gut mit dir, ich will einen Rat dir geben. Die toten Dichter verehre sie nur, doch schone die da leben.
beleidige lebendige Dichter nicht. Sie haben Flammen und Waffen, die furchtbarer sind als Jupiters Blitz, den ja der Poet erschaffen. Beleidige die Götter, die Alten und Neuen, des ganzen Olymps Gelichter und den höchsten Jehova obendrein. Beleidige nur nicht den Dichter. Kennst du die Hölle des Dante nicht? Die schrecklichen Terzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, den kann kein Gott mehr retten. Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je aus diesen singenden Flammen. Nimm dich in Acht, dass wir dich nicht zu solcher Hölle verdammen. Die Not, es läuten die Glocken, und ach, ich habe den Kopf verloren. Der Frühling und zwei schöne Augen, sie haben sich wieder mein Herz verschworen. Der Frühling und zwei schöne Augen verlocken mein Herz in neue Betörung. Ich glaube, die Rosen und Nachtigallen sind tief verwickelt in dieser Verschwörung. Trockene